Aber ich habe auch eine Menge Holz verbraten schon dabei. Aber das muss ja noch ganz zu. Wie gesagt, da mache ich ein Stück. Obwohl eigentlich, wenn ich da den Bunker habe, brauche ich das eigentlich gar nicht, ne? Kann ich das in Gitter lassen? Ich kann ja im Falle des Spuckens da in diesen kleinen Bunker im Bunker im Bunker gehen. Dann kann ich die wieder wegsammeln hier, ne? Eigentlich. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und wir sind hier fleißig. Ich habe auch schon viel gemacht. Ich zeige euch das mal. Ich bin jetzt hier gerade dabei, ordentlich Stein abzuklopfen. Wir haben auch noch nicht ganz 4 Uhr. Ist auch egal. Wir sind hier unten in der Mine eigentlich relativ gut geschützt. Wollte mal sehen, wie weit ich schon vor bin. Ich mache ja immer 2 Reich, damit man ordentlich laufen kann. Ne? Hier habe ich vorhin aufgehört, weil da kommt nämlich hier jetzt Nitrat. Mal gucken. Ja, sind die schon unter der Straße hier. Hier ist der Bunker, also der Zombie-Schredder. Hier ist das Zuhause. Und ja, ist aber auch jetzt nebensächlich. Ich habe so einiges weitergemacht. Ihr wisst ja, dass ich besorgt bin, dass durch ein Update alles wieder auf Null ist. Und dann will ich doch... Ja, hier habe ich auch so mal so ein bisschen abgeklopft letztens. Und dann will ich doch natürlich ganz gerne den Schredder wenigstens einmal so ein bisschen in Einsatz haben. Also gebe ich da ordentlich Gas. Und damit ich jetzt euch nicht belästige mit 35 Folgen hintereinander nur bauen am Schredder. Ah, jetzt kommt der Tag. Hier habe ich übrigens das Eisen rausgeholt, wo auch die Zombine, also hier diese Schreierin, durchgeplumpst ist. Habe ich ja oben dann repariert. Letztens, als ich hier weitergemacht habe, habe ich mir mein Turret aufgestellt. Für den Fall, dass nochmal eine durchkommt. Ja, wir sind schon ein Treppchen hingebaut. Mal ganz nebenbei gezeigt. Hier ist ja die eine Zwischentür, falls hier mal irgendwelche desaströsten Dinge passieren. Ich glaube, da kann ich mit dem Fahrrad gar nicht durchfahren, ne? Oder mit dem Moped. Das ist echt übel, weil ich ganz gerne ja mit dem... Das müsste ich Riesengänge machen mit so Rolltoren oder sowas. Ja... Ist auch nicht so wahr. Kann man nämlich auch nicht, glaube ich, öffnen vom Fahrzeug aus. So, gehen wir. Ja, wir gehen erstmal in die Base. Ah, da kam gestern Abend so, weiß nicht wie spät das war, 8, 8:30 rum, eine Horde Hunde, als ich da am Arbeiten war. Ich hatte ja gesagt beim letzten Mal, dass ich dieses Gitter noch weitermachen will. Vor allen Dingen zumindest erstmal so den Innenkäfig. Erstmal wenigstens aus Holz. Ja, und wenn wir die... Wir haben ja jetzt schon Tag 46. Wenn wir die Zombie-Falle benutzen wollen in der nächsten Horde-Nacht, dann muss ich mich da unheimlich hinterklemmen. Sonst hätte ich dazu stückchenweise, häppchenweise gemacht. Immer zwischendurch mal anderen Content. Ne? So, was haben wir hier? Da haben wir schon mal wieder immerhin 100. Ja, dann habe ich ja die gerade abgeklopft. Hier, das ist schon mal ganz ordentlich. Hier haben wir ja noch einiges. Der macht noch... Denn wir brauchen auch Beton. Wir müssen ja schließlich den inneren Käfig aufwerten. Der ist ja noch Holz. So, hier habe ich gemacht 4 von diesen Dingern. Dann habe ich noch einen von denen gemacht. Dann habe ich hier was zwischengelagert. Nämlich 3 Motoren. Die Zange. Weiß nicht, ob ich die brauche. Eher nicht, glaube ich. Die packe ich raus. Und Sprit natürlich. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. So, das hatten wir jetzt hier bei... Bei Einzelteile, glaube ich, genau. Da können wir die mit reintun. So, dann haben wir hier Material. Moment mal, können wir denn hier was machen jetzt? Sand, was haben wir denn hier? 1000. Denn wir müssen Pflastersteine machen. Jede Menge. Pflastersteine. So. 1-1. Geht das? Wie ist das denn, wenn ich das so mache? Schauen wir mal. Ist dasselbe, ne? Aber ich glaube, hier drin ist das angenehmer. Wie viel mache ich denn da mal? Die ganzen 6000. Ich mache mal erstmal 4000. Na, 3000. Das wären 300. 300 Gitter, die ich damit aufwerten könnte. Wie lange braucht er? 20 Minuten. Wow. Gut, das andere Material lege ich erstmal weg. Dann hier.
Dann die nächste Stufe wäre Beton. Ich habe nichts an Betonmischungen, ne? Gar nichts mehr. Ich glaube, drüben ist noch so ein bisschen was. Also, das ist ja noch tüchtig viel. 1000. Ich würde mal sagen, auch machen wir mal 2000 Sand. Wie lange braucht der? Oh, 5 Minuten. Hau ich auch erstmal ab. So, dann können wir das erstmal mal wieder zurücklegen. Das lassen wir einfach hier drin. Ein bisschen Sprit wollte ich noch mitnehmen. Hier. Weil ich habe nämlich den Generator abgebaut und dann hat er auch gleich sämtlichen Sprit rausgepackt. Ah, der ist jetzt schon dabei. Jetzt haben wir schon mal 1000. Das ist schon mal ein Anfang. Gut, gehen wir rüber, ne? Ja, habe ich zu futtern? Zu trinken habe ich auch. Geht sofort los hier. Ich habe noch gar nicht rausgeguckt. Naja. Ja, ein bisschen 9mm Munition wäre vielleicht noch ganz gut zu machen. Ansonsten mit 7,62er bin ich ganz gut aufgestellt. Also die 9mm Munition wäre ja gut auch für die automatischen Dinger. Hier haben die Hunde, habe ich sie abgeschlachtet. Müsste mal gucken. Hier ist bestimmt. Ja, ach ja, nicht wirklich viel. Bisschen was. Ist jetzt nicht der Rede wert. Aber die Tür hatten sie fast durch hier. Ja. Ja, hier habe ich dann also schon, jetzt kann man sehen, hier steht schon einiges. Ne? Hier habe ich jetzt also schon mal den Boden, bis auf die letzten beiden. Habe ich welche mit? Ja, dann machen wir doch mal hier. Die fehlten mir noch. Zack, zack, dann ist der Boden hier schon mal fertig. Und wir müssen die hier mit Cobblestone aufwerten. Und dann habe ich gemerkt, ich kann durch die Gitter, kann ich ja die, da nicht machen. Ich muss sie also hier durch so eine Klappe öffnen, Mann, damit ich die Klingenpfeile hier auch reparieren kann von hier aus. Ne? Auch die Zäune konnte ich nicht durch die Gitter setzen. Ja, wenn ich also hier drin gestanden habe, so ziemlich in der Mitte, damit das von der Länge her reicht, konnte ich das nicht machen. Also hier Elektrozaun und dann nochmal hier einen in niedriger gesetzt. Und dann hier die Relais, da musste ich so viel machen. Hier habe ich so einen kleinen Bunker im Bunker, so einen Schutzraum. Da ist der, damit der nicht angespuckt werden kann. Dasselbe mache ich dann eben hier drüben auch noch. Hier auch noch so eine kleine Ecke mit einem nächsten Generator. Den habe ich ja hier auch schon stehen. Und dann kommt das von der Seite. Da kommen die Klingenfallen von der Seite. Habe ich doch noch zwei Klingenfallen noch gemacht? Habe ich nicht. Die müssen auch noch gemacht werden. Doch, die müssen irgendwo liegen. Die liegen bestimmt hier drin, ne? Nee, oder oben? Ich weiß das nicht. Ja, Beeilung, Beeilung. Es ist nicht mehr viel Zeit. 4 Tage, das ist gar nichts. Es ist noch so viel zu tun, damit man das benutzen kann. Ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber ich werde es versuchen. Ja, ein bisschen Licht machen wollte ich hier noch. Dann haben wir hier noch, aber die wollte ich hier lassen zum Reparieren später. Ja, 500 werden wir da nicht brauchen, aber mal gucken. Nee, ich hatte doch noch 2 Klingenfallen. Aber ist egal, hole ich die später. Die habe ich wahrscheinlich irgendwo weggelegt, erstmal so lange. Ist ja auch nicht das Problem. Gut, dann würde ich sagen, mache ich erstmal auch da so einen Bunker hin. Das kommt nicht so genau, wo man dann notfalls zurück kann. So. Zweit. Nein! Ah, oh, da rutscht der mir weg. Kann ich wieder rumkloppen hier. Ich glaube, das reicht, oder? Weil das will ich auch so ein bisschen hier überdachen. Ne, falls irgendwas von oben spuckt, dass ich auch dadurch so ein bisschen Schutz habe hier. Oh, das ist aber auch bescheuert jetzt hier. Mann, ey, 5000, ja, nee, ist klar. Mist. Nützt ja nichts. Zum Glück habe ich ordentlich
gutes Werkzeug. Ah, die habe ich erst repariert. Jetzt ist schon wieder fast runtergeranzt. Ja, das war es schon. Eieieiei. Reicht das so oder noch einen? Ach, einen kann ich ja noch machen. Hier so. Komm. Ja, das bleibt so. Das finde ich so in Ordnung. Noch einen höher? Ah ja. Why not? Ich denke mal, eine dicke Beton sollte eigentlich reichen. So. Eigentlich braucht das da gar nicht, oder? Das wird doch hier reichen. Da mache ich eine Stütze, weil damit, ne, Statik und so, das ist dann schon in Ordnung. So stelle ich mir das vor. Ich könnte hier noch eine Säule machen. Wir wissen ja, dass da manchmal statikmäßig... So, ne? Jetzt bauen wir das eben fertig hier. Nur ein paar Schläge. Zack, weg ist er. So, und jetzt kommt hier das Teil hin. Schwupp. Ja, dann müssen wir natürlich auch noch hier diese Dinger schützen, weil wenn die so ein Ding abspucken, wegspucken, kaputt machen, dann haben wir natürlich auch das Käppchen auf. Deswegen muss ich da jetzt auch was Gescheites machen. Die, ne? Ich glaube, das sind die richtigen. Jo. So. Zack, zack, zack. So. Machen wir mal gleich richtig. Genau. Stört er mich hier? Nö, ne? Ich kann hier rumlaufen. Gut. Andere Seite. Nur, dass wenn jetzt mal irgendwie so ein Spuckpolizist oder auch ein Spuckgeier oder sonst wer, da brauche ich das nicht, ne? Nee. Dass der nicht hier mir das da gleich so wegfetzen kann. Aha. Genau, hier auch nochmal. Ey, das geht so nicht. Doch, das ging. Ah, das ist jetzt doof. Dass das nicht geht. Nee, das macht... Was heißt das mit dem Lila? Dann fällt der, ne? Ja, ja. Dann müsste ich das aber so machen können. So geht das. Nee. Zack. Ja, so geht das. Die Frage ist jetzt... Ich glaube, ich mache das hier auch noch zu. So. Von hier aus spuckt da keiner, sodass ich von hier aus da dran kann. Ja, ich glaube, so ist das gut. So, das machen wir nochmal weg. Das ist zu eng. Ja, ihr seht also, ich habe hier
die Zäune verkabelt, ne? Und auch die, die hier hinkommt, die Falle, die wird von hier aus gespeist und die anderen dann von da aus. So zumindest der Plan. So, jetzt hier. Kann ich hier drauf? Ich kann hier drauf. Das müsste reichen, oder? Ja. Das reicht aber nicht. Aber gut, ich komme ja hier dran. Der müsste doch daneben gehen, ne? Jawohl. So müsste das reichen. Das ist halt genug geschützt. Jawohl. Und der Generator ist auch geschützt. So, und im Generator sind drin drei Motoren. Hier, das Benzin ist rausgeflutscht. Kann ich halt hier einfach so machen, ne? Ich hoffe ja, dass ich den nicht mehr wegstellen muss. So, dann hier auch. Schwupp. Eins, zwei, drei. Nachtanken. Zack. So. Ja, ihr seht, also ich habe jetzt hier den Käfig und mal gucken, das nervt mich hier, ne? Ob man das gut sehen kann. Das ist doppelwandig. Also einmal ist der Käfig von außen und einmal von innen. Hier sind Löcher drin. Ja, die muss ich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier reparieren muss oder muss das mal neu spannen. Oder sonst müsste ich dieses dicke Stahlzeug oder was dann am Ende mal ist, wegkloppen. Deswegen kommen jetzt hier so schwere Klappen rein. Das muss ich aber erstmal gucken. Die dreht sich nur am Boden, ne? Kann ich dir nicht... Wieso ist die nur am Boden? Ich kann die doch auch seitlich machen. Ich guck mal von innen. Ne, von innen geht das nicht gut. Ja, aber von innen seht ihr, das ist hier auch nochmal. Ich kann die... Kann ich die denn auch so hier? Ja, ja. Das geht. Also, aber von außen dann bitte, weil ich die auch von außen bedienen will. Hier, die ist die wichtigste hier. Sonst kann ich nämlich die Klingenfallen nicht reparieren. Ah ja, er macht da. So geht die nach unten auf. Wäre das gut? Nee. So ist das richtig. Zack. So, mal gucken. So mache ich die dann auf. Ich habe ja dann das Ding. Jetzt kommen die natürlich zu mir. Dann kann ich hier eben oder von hier aus so schwupp kann die reparieren. Zack, Klappe wieder zu. Fertig ist der Lack, ne? So war der Plan. So. Und hier das Gleiche. So kann ich auch da und dann da die reparieren. So, müssen wir mal gucken jetzt, dass wir das richtig machen. Er dreht sich nur unten, ne? Muss das nochmal neu machen. Zack. Aufwerten werde ich die auch noch. Dasselbe hier. Zack. Und jetzt habe ich noch eine. Gut, die hängen jetzt da im Holz. Das soll ja nicht so bleiben. Wie weit wir da jetzt noch kommen? Tja, schwer zu sagen. Er ist jetzt noch falsch rum. Hä? Wieso? Ja, der hatte sich an dem Stromzaun da ausgerichtet. Schwupp. Ja, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? 1000, die werden wir jetzt auch mal benutzen. Und jetzt mal anfangen. Hier unten. Ja, da kommt natürlich dann auch Gitter rein. Entweder mache ich hier eine schwere Tür rein, das glaube ich aber eher nicht. Das sind die einzigen
Zugänge, die auch öffnebar sind. Aber das wird ein Gitter. Das habe ich nur jetzt gemacht, damit ich hier während der Arbeit noch ganz gut ran kann. Wie ich später im Ernstfall hier reinkomme, weiß ich noch. Eventuell mache ich mir hier oben noch eine Luke mal hin, weil da kommen die ja nicht so rauf, wenn hier keine Leiter ist. Sodass ich mir nur so ein Leiterchen machen muss, dann kann ich Wartungsarbeiten machen. Da muss man auch mit irgendwie im Bedenken haben. Ne? So, jetzt gucken wir mal nach. Wenn ich jetzt hier aufwerte, so wäre ich jetzt auf Cobblestone, ne? Also auf Pflastersteinhärte. Gut, nächste Reihe. Ja, ich habe auch jetzt extra kein Beton dabei. Ich habe sowieso auch gar kein Messer. Alles verbraten. Sonst kommt man durcheinander. Was ist jetzt wie weit? Weil Beton und Pflasterstein sehen bei den Stäben nämlich sehr ähnlich aus. Und da muss man jetzt so ein bisschen strukturiert vorgehen. Na, wie viel habe ich denn noch? Ja. Wie viel habe ich gemacht? 3000 war das so? Oder 1500? Weiß ich gar nicht. 2000? Ich weiß nicht mehr. Schon wieder vergessen. Ja, innen und außen brauchen wir die. Aber ich stelle gerade fest, ich brauche offenbar doch nicht ganz so immens viele, wie ich befürchtet hatte. Ich hatte jetzt nicht gemessen und gerechnet, auch nicht richtig geschätzt. Einfach nur gedacht, das sind verdammt viele. Na, ich kann von hier aus auch nicht die hinteren kriegen. Also das geht nicht. Ich komme hier nicht, ne? Komme ich nicht ran. Und genauso wenig kann ich durch das Gitter, weil ich eigentlich hoffte, die Fallen reparieren. Das funktioniert nicht. So, weiter. Sonne blendet. Wo sind wir denn stehen geblieben? Da. Was haben wir jetzt? Viertel vor acht. Ja. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt muss ich ja wirklich auch zwischen den Folgen eine Menge machen. Ich habe eine ganze Weile... Oh, jetzt sind sie weg. Fünf. Ja, also sind ja in Arbeit, dann geht es hier direkt weiter. Und wenn ich dann bis oben bin, das Dach muss ja auch noch, dann geht es hier weiter mit ganz viel Zementeimern. Alles voll. Das Dach vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest die Gitter an den Seiten. Und wenn ich alles in Beton habe, dann muss das Ganze von außen genauso. Erst Cobblestone und dann Beton. Also wenn ich das in doppelseitig in Beton habe, sag ich mal, ja, sollte das funktionieren. Ja, da müssen die beiden Klingenfallen hier noch hin, dass die nicht nachher, sonst gehen die ja hier einfach außen rum, um die Klingenfallen rum. Das sollen die ja nicht. Deswegen kommen hier welche hin, sodass die auf jeden Fall einmal durch den Scherbereich müssen. Hier Strom und hier etwas niedriger Strom für irgendwelche Krabbler oder so, ne? Dass die auch unter Strom gesetzt werden. So, und dann sind ja da die beiden Klötze schon. Da soll ja dann mal noch Schussanlagen drauf, die da reinballern. Und ich laufe hier rum und baller da rein. Und wenn von oben was spuckt, so der Plan, wenn es schlimm wird, kann ich mich hier drin verkrümeln. Dann spuckt hier nichts mehr. Ja, man könnte jetzt hier noch so ein Stück machen mit so einem Durchguckgitter oder so. Weiß ich nicht. Ja, oder man könnte hier später mal noch aufklopfen und dann so einen Gang machen, womit man wieder in den Bunker kommt zum Abhauen. Alles Mögliche. Man kann das unendlich ausbauen. Aber ich denke mal, ehe das so weit kommt, gibt es ein Update und dann war es das. So, jetzt gehen wir noch eben gucken zum Zeigen. Ich habe hier also hier oben gittermäßig, ne, das ist klar, das habe ich ja schon gezeigt, das ist fertig. Und jo, hier ist also gittermäßig, wenn auch nur einfach in Holz, schon eine ganze Menge. Aber ich habe auch eine Menge Holz verbraten schon dabei. Aber das muss ja noch ganz zu. Wie gesagt, da mache ich ein Stück, obwohl eigentlich, wenn ich da den Bunker habe, brauche ich das eigentlich gar nicht, ne? Kann ich das in Gitter lassen? Ich kann ja im Falle des Spuckens da in diesen kleinen
Bunker im Bunker im Bunker gehen. Dann kann ich die wieder wegsammeln hier, ne? Eigentlich. Ja. Ist aufpassen, dass ich das richtig mache, dass die nicht runterballern da. Ja, die Statik, die ist ja, das wissen wir ja, dass die hier eine Rolle spielt. Ist zwar relativ großzügig, aber nicht bis unendlich. Ja. Also, jetzt mal noch sagen, ab wann ich sagen würde, okay, das ist so weit, dass man das mal so ein bisschen antesten kann in der Horde Nacht. Das Gitter hier oben muss zu. Wenn auch nur in Holz, das muss komplett zu. Natürlich, der Zugang ist ja dann auch nicht mehr hier von außen. Eventuell mache ich mir irgendwo eine Luke, sodass ich mit einer Leiter hier rein und raus könnte. Vielleicht, weiß ich noch nicht. Also, das Dach, Gitterdach muss fertig sein. Der Käfig muss beidseitig in Beton sein. Die Fallen müssen drin sein. Ach, da muss ich auch noch verkabeln. Hier müssen ja auch noch dann die ganzen Relais noch hin und so. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter den Käfig. Gucken wir, wie viel Cobblestone fertig ist. Und die Klingen fallen hier rein. Ja, wenn jetzt die Schussanlagen noch nicht so weit sind, ist auch in Ordnung. Lasse ich mir hier das Türchen auf, dass ich im Falle eines Falles hier die Biege machen kann. Eventuell mache ich hier, dass ich sehe jetzt hier gerade so die Rahmen stehen. Das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn ich das so mache. Hier. Damit, wenn ich nämlich wirklich hier mal abhau, hier schon geschützt bin, ein Stück weit, ne? Vor Spuckern oder sowas. Gut, zum Glück schießen die ja nicht. Wenn die jetzt noch schießen würden, ja, Zombies mit einer MG in der Hand, dann hätte ich echt schlechte Karten. So. Gut, dann gehe ich jetzt mal rüber. Können wir außenrum gehen oder gehen wir durch den Tunnel? Wir können außenrum gehen, ne? Ja. Schwupp. Bim. Ja, und wenn die Wand dreifach werden soll, dann mache ich das außenrum, ne? Klar. Was leuchtet da? Das sind Blumen, ne? Ja. Hier, Dude. Da ist das ja schon richtig pimpelig gegen hier, ne? Richtig klein. Ja, das war wieder eine ganze Horde von Wölfen, von Hunden. Das, was ich immer sage, weißt du, kommt nie, ne? Einmal ist gekommen, hat mich gleich gekillt. Aber wenn ich da mal was mache, ohne aufzunehmen, dann kommen sie. Ja, das sieht geil aus, ne? So, also, wo habe ich die hingetan? Ich weiß es nicht. Da, da sind die beiden Klingenfallen. So, das brauchen wir dann auch. Das natürlich. Da haben wir einiges. Ach so, dann hier gucken, wie weit ist der? Jo, ach ja, das ging ja relativ schnell, jetzt erinnere ich mich. Das ist doch eine Menge, ne? So. Dann hier. Der ist ja jetzt auch fertig. Pass auf, dann können wir nämlich direkt schon mal die nächste Geschichte in Angriff nehmen. Das gibt 3000. Die brauchen wir doch gar nicht dafür, ne? Sand, zack. Was brauchen wir denn dafür? Und Zement. 3000 Zement. Ah, das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Hier ist noch ein bisschen was. Das ist nicht so viel, aber ist ein Anfang. Moment, habe ich was gesehen? Nee, ist Glas. Ich dachte, da wäre noch mehr Zement. Ja gut, so viel wie du eben kannst. Immerhin, leg los. Das dauert ja auch alles immer. So, die Steine zurück. Den Sand können wir hier reinpacken. Da haben wir noch Steine, die nehmen wir mit. Das ist eine Menge. Und wir haben noch gar keine Beton. Oh. Hier hatte ich nichts mehr in der Arbeit, ne? Nee. Hier auch nicht. Kann ich noch Munition machen? Auch nicht, ne? Ich überlege gerade, ob ich dir irgendwelche sinnvollen Arbeiten geben kann, aber im Moment fällt mir nichts ein. Na. Der ist zugange. Ich nehme mal die paar mit. Eigentlich ist das Quatsch. Das müssen wir erstmal abwarten hier. Oh, der hat nichts zu tun. Habe ich noch was einzuschmelzen? Eisen? 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 Habe ich Eisen? Oh ja. Schmelz mal ein hier. Zack.
So. Dann gehen wir wieder rüber. Ein heftiges Gebauer. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde auf der Uhr. Ist irre. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe euch doch nur gezeigt. Was haben wir denn schon gemacht? Naja. Müsst ihr durch. Vielleicht ist das ja doch ein bisschen interessant zu sehen. Wie aufwendig das ist. Na, wie gesagt, das kommt komplett raus, das Holzstück hier. Dass die wirklich hier diese Öffnung haben und dann hier so reinmarschieren können. Eventuell lasse ich da noch irgendwie ein Geschütz drauf schießen. Hier geht es dann zur Sache. Hier sollen die geschreddert werden. Bis gom sich dogdore. So. Also, das haben wir aber 9 liegen. Jetzt muss man gucken, der soll ja jetzt... Ah, jetzt kann der nicht... Ach, das kann der gar nicht. Weil ja der ganze Block da gilt. Das geht nur so. Das ist ja auch doof, ne? So geht nicht. Da muss ich den hier hinpacken. Ne, der geht auch nicht weiter. Der lässt sich... Aber hier lässt er sich hinpacken. So. Ja, die könnten hier vorbei. Ja, dann ist das echt wichtig, dass ich hier noch die Geschütztürme hinstelle. Dass die sofort unter Feuer geraten. Oder man könnte, ja, dann müsste ich das innen machen. Hier innen, ja doch, weil die werden seltenst hier um die Ecke gehen und dann hier auf den Strompfosten rumkloppen. Könnte ich ja hier einen hinmachen, eventuell. So ein Strombollermann und da einen außen. Dann muss ich aber hier auch schon wieder weghauen, ne? Jetzt komme ich da ja nicht dran. Aber die Geschütztürme, die schießen ja wohl durchs Gitter, ne? Soll jetzt hier nicht großartig Zeit verquatschen, weitermachen. Wo war ich eigentlich? Hier war Schluss, ne? Ja. Also wenn die da wirklich dann mal... Und die werden hier am Gitter stehen und werden da natürlich auch ordentlich gegenballern. Gar keine Frage. Und wenn die wirklich dann mal hier so ein inneres Gitter kaputt hauen, sind sie ja noch nicht durch. Weil der Gap ja doppelt ist. Dann müssten sie den dahinter auch noch erst kaputt hauen. So geht's da. Kann man das noch erkennen? Fast nicht mehr, ne? Ja, da habe ich den Würfel reingemacht, weil das wäre sonst schwierig, dazu zu kriegen da. Wegen dieser Komplettwürfellogik immer. Aber ich kann es nicht sehen. Immer steht die Sonne genau da, wo ich gucken muss. Ah, den. Ah, der auch noch. Der nicht. So, dann haben wir schon mal die inneren Wände gleich komplett verpflastersteint und dann machen wir das Ganze außen und dann muss das Ganze... Das hörte sich jetzt an. Ich habe Angst vor mir selber gehabt jetzt. Meine Güte. Das Ganze noch mit Beton machen. Und dann, ja, natürlich ist das geplant, das auch mit Stahl zu machen, aber ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt demnächst schon so weit komme. So, innen ist der Käfig... Zumindest die Seitenwände, wenn auch nicht das Dach, schon mal komplett in Pflasterstein. So, jetzt machen wir hier mal außen. Wie viel habe ich denn hier noch? Oh, da ist aber noch... Das ist doch noch eine Menge, ey. Das kriegen wir bestimmt ganz hin. Das ist super. Jetzt, ich habe erst gedacht, ich kann mich noch so beeilen. Das schaffe ich nicht bis zur Horde-Nacht, das Ding so weit zu haben, dass das in irgendeiner wenigstens provisorischen Form einsatzbereit ist. Aber so langsam schöpfe ich Hoffnung. Also wir müssen die Verkabelung auch noch machen von der anderen Seite. So.
bevor ich nun aber die obere Reihe mache, mache ich jetzt erstmal hier. Klar, auch die Klappen, die werden natürlich noch aufgewertet. Ach, ich sehe gerade, ich habe hier noch gar nicht die Gitter alle gesetzt. Haha, aber die untere Reihe habe ich gemacht, ne? Ich muss hier die Gitter erst noch setzen. Eieieiei. Die fehlen noch, das ist ja noch einwandig da. Hier auch, ne? Nur die untere Reihe habe ich gemacht. Ja? Hoffentlich kann ich jetzt um die Klappen. Na, hier habe ich um die Klappen schon gesetzt. Hier, um die Klappen. Aber da nicht. Hoffentlich geht das. Jetzt sind die. Ne, ich habe hier noch welche. Nehmen wir die da direkt auf die 9. So. Genau. So ist gut. Da ist auch, dann geht es da weiter. Aber da muss ich erstmal in Holz aufwerten, aber das gibt natürlich auch Punkte. 2 Punkte habe ich. Wir wollen ja irgendwann auch mal die Drohne sehen, ne? Eieieiei. Zack. So. Die Wand, andere Seite noch. Dann das Ganze aufwerten in Holz. Dann das Ganze aufwerten in Pflasterstein. Und dann oben das Dach noch aufwerten in Pflasterstein. Dann kommt die ganze Geschichte auch nochmal mit Beton. Jo. Aber da müsst ihr jetzt nicht bei sein. Ich mache mir als Hausaufgabe, dass ich den Käfig hier erstmal soweit fertig habe. Zumindest den Pflasterstein schon mal sehen, wie weit ich komme. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier die Verkabelung, würde ich sagen. Und dann gucken wir mal. Dann kommen ja schon die Schussanlagen. Dann kommt vielleicht ein Testlauf, wenn mal so eine Horde ankommt hier. Vielleicht mache ich ein bisschen Krach und lasse eine Schreierin rufen oder so. Schauen wir mal. Jo. Mache ich mal weiter und dann hole ich euch dazu. Ich weiß noch nicht genau, ob das heute noch was wird oder eben in-game nächster Tag. Mal gucken, wie schnell ich bin. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, es interessiert auch, wenn da jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Action ist. Aber ich will das so, dass das fertig wird. Bis dahin, ich versuch's mal. Bis dann. Bye, bye. Und tschüssi.